Und wir sehen, CursiU haben gepickt auf der Top-Lane Iridia mit dem Flash und Ignite, nichts Außergewöhnliches natürlich auf der Top-Lane. Sona als Support von Super Ace Extinct mit Nidalee wird demnach dann in die Mitte gehen, denke ich. Vayne auf Kraytan auf der Botlane als AD Carry. Und wir sehen den neuen Helden im Jungle, alias Kha'Zix. Wenn ich nicht viel zu dem Champion sagen kann, tut's mir leid. Viel Erfahrung habe ich damit noch nicht gesammelt. Aber das werden wir dann im Laufe des Spiels natürlich sehen, was denn dieser neue Held so Tolles kann und wie gut er ist. Kommen wir jetzt zu Gamed. Wir sehen Gazzik mit seiner Shyvana im Jungle, Corki und Taric auf der Botlane, Jax auf DX, auf der Toplane und Orianna in der Mitte auf dem Spieler Platin. Ja, interessantes Setup auf jeden Fall. Curse mit der Nidalee in der Mitte. Hat natürlich kein CC, aber natürlich hohes Potenzial mit ihrem Speer, sollte der treffen. Also wir wissen alle, du kannst fünf daneben hauen, wenn einer trifft, dann kann es schon mal dazu führen, dass du dadurch einen Tower pushen kannst. Weil wenn einer davon richtig trifft, dann ist es eventuell für dich dann schon vorbei. Natürlich Orianna in den Teamfights, meiner Meinung nach auf jeden Fall stärker mit ihrer Ulti. Jax auf der Toplane gegen Irelia. Denke ich, Jax wird da die Oberhand haben, auf jeden Fall im Early Game. Da muss man gucken, wie die Jungler hier ins Spielgeschehen mit eingreifen. Und ja, auf der Botlane, gut, Vayne hat sich für das Cleanse entschieden, dadurch auf jeden Fall etwas safe gegen die Taric-Stuns. Ansonsten würde ich eher sagen, im Early Corki und Taric doch eine Nummer stärker als Vayne, Sona. Aber da muss man natürlich auch gucken, wie die Spieler sich hier anstellen werden. Ist natürlich von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Und der Jungler spielt natürlich auch immer eine ganz große Rolle, wie denn die Lanes laufen. Ob sie gut oder schlecht laufen. 10 Sekunden noch, bis das Spiel startet. Und dann springen wir auch schon ins Spiel rein. Game.de gegen CursiU. Welcome to Summoner's Rift. So, da bin ich jetzt auch wieder. Und meine tolle Screenshot hat's mal wieder zerschossen.
Ja, und Nidalee muss jetzt hier ein bisschen aufpassen. Wurde hier jetzt entdeckt. Minions have spawned. Ja, und Irelia jetzt sehr in Bedrängnis hier. Aber schöner Stun auf Shyvana und die Kugel trifft auch nochmal. Aber ja, da entscheiden sie sich doch lieber mal, sich zurückzuziehen. Beziehungsweise, ja, versuchen jetzt doch eventuell den gegnerischen Blue Buff zu stehlen. Ja, Shyvana jetzt aber entdeckt vor Nidalee. Irelia scheint auch nochmal. Ja, und das könnte jetzt interessant werden. Jax mit seinem Stun. Wow, ein schöner Stun hier auf Nidalee und Katziks. Wow, und Irelia flasht jetzt auch aus. Hat das Exhaust auf sich? Ja, kriegt hier viel Damage ab. Und das First Blood geht hier an Blade hin. Ja, und schön, dass dann hier wieder von Jax. Oh, Nidalee schafft es nicht mehr ganz über die Wall zu flashen. Ja, aber ist hier doch noch safe. So, nachdem ich jetzt alles eingestellt habe, kann ich mich jetzt auch aufs Spiel konzentrieren. Ja, Orianna mit dem First Blood. Spätestens wenn sie sich zurückzieht, beziehungsweise wenn sie zum ersten Mal shoppen geht, wird das auf jeden Fall gefährlich für Nidalee, denn sie hat natürlich 400 Gold mehr als Nidalee. Wie ich bereits erwähnt habe, ich bin etwas angeschlagen, also wundert euch nicht, wenn ich heute doch nicht ganz so viel kommentiere wie sonst. Aber ich versuche dennoch mein Bestes. Wir sehen auf jeden Fall die Botlane von Curse doch sehr weit vorgepusht, wundert mich eigentlich etwas. Ich dachte eigentlich eher, dass hier Taric und Corki die Überhand haben werden. Ja, Vayne zieht sich zurück. Ja, macht auf jeden Fall schön Damage hier auf Corki. Shyvana jetzt auch im gegnerischen Jungle unterwegs, nutzt natürlich ihre Fähigkeit, dass sie hier perfekt counter-junglen kann. Klaut erstmal den großen Geist und ne, lässt doch keinen stehen. Jetzt auf dem Weg Richtung Botlane. Katziks ebenfalls auf dem Weg zur Botlane. Könnte jetzt interessant werden. Corki kriegt sie Knight ab von Sona und stirbt auch an Sona. Jetzt kommt hier Shyvana von hinten. Oh, das ist aber sehr gefährlich für Gesell. Kriegt hier sehr viel Damage ab und gibt damit den nächsten Kill an Curse. An Kha'Zix. Spricht das überhaupt richtig aus? Kha'Zix? Ich hoffe doch. Ja, das war jetzt natürlich nicht so gut. Aber ich denke, sie hat da nicht damit gerechnet, dass er hier auch noch im Gebüsch steht. Jetzt auch direkt auf dem Weg Richtung Mitte. Zeigt sich Orianna, ja, geht jetzt zurück. Kha'Zix springt dran. Wow, macht hier sehr viel Damage. Und der Speer von Nidalee trifft auch noch. Und da wird sich auf jeden Fall jetzt hier Platin zurückziehen. Das macht wenig Sinn, da noch auf der Lane zu bleiben. Ja, Kha'Zix jetzt am Counter-Jungle. Shyvana Level 3. Traut sich da nicht so richtig gegen Double Buff Kha'Zix zu fighten, ne? Kha'Zix jetzt auf dem Weg Richtung Top Lane.
Shyvana etwas slow gegangen, hat da wahrscheinlich einen Speer kassiert von Nidalee. Und Kha'Zix immer noch im gegnerischen Jungle unterwegs, ne? Ja, macht jetzt erstmal die gegnerischen Golems. Und danach ist er vielleicht, ne? Checks jetzt am Port, ne? Da wird es dann wahrscheinlich doch nichts mehr mit dem Gank, ja? Lässt den kleinen Golem da liegen, macht auf jeden Fall Sinn. Wird natürlich die Geschwindigkeit von Shyvanas Jungle hier stark beeinträchtigen. Ja, bis eben stand hier noch ein Wort, also Jax müsste eigentlich wissen, dass Maluno mit Kha'Zix hier jetzt auf der Toplane gerade zumindest war. Warum wird hier auf Nidalee gepinkt? Ah, Jax hat ein Wort. Wird jetzt aber entdeckt von Kha'Zix, ne? Aktiviert sein Stun, ne? Kriegt ihn aber nicht mehr raus. Oh, so viel Damage hier von Kha'Zix auf Jax. Wow. Ja, muss auch direkt hier einen Hilfer zünden und direkt wieder back. Natürlich wird ihn das jetzt sehr viel XP und Farm auf der Toplane kosten. Und da freut sich natürlich die Irelia drüber, die hier sowieso schon am Freezen ist. Ja. Irelia 43 Farm, Jax 21, also das ist doch schon sehr deutlich, gerade im Moment auf der Toplane, obwohl Irelia schon einmal gestorben ist. Ja, Shyvana kommt jetzt hier auch auf die Toplane, pusht das Ganze etwas vor, hat da keine Lust, dass Irelia unendlich lange die Lane freest. Ja. Shyvana bekommt jetzt aber sehr viel Damage ab hier von Irelia und wird sie down gehen, ne? Sie ist noch nicht ganz down, hat das Exhaust jetzt genutzt auf Irelia, kriegt jetzt den Slow-Up von Irelia, jetzt kommt hier Jax von hinten, flasht rein, ne? Schafft es aber nicht mehr ganz in die Range, um den Q auf Irelia setzen zu können. Ja. In der Mitte jetzt Orianna auch wieder sehr low gegangen. Nidalee flasht rein. Sehr schöne Ulti hier von Orianna. Stirbt aber an Nidalee. Und im gleichen Moment aber auch Orianna down gegangen. Und jetzt auf der Toplane sehen wir hier, wie Jax am Tower down ging gegen Kha'Zix wieder. Damit jetzt 5 zu 2 für Curse EU. Also neuer Held scheint schon ziemlich stark zu sein, das was ich jetzt bisher sehe. Wie gesagt, mein erstes Spiel wirklich, in dem ich den Hero sehe. Ja, und wir sehen eine Jungle Fight erneut in der Mitte. Kha'Zix gegen Maluno. Und, ja, so wirklich einen Gewinner gab es jetzt hier nicht. Nidalee im Anmarsch von hinten und Orianna ebenfalls. Orianna aber ohne Ulti im Moment. Ja, und auf der Top Lane hat Jax hier nach wie vor schwer, mit dem Farm hinterherzukommen. 24 zu 60. Irelia portet sich jetzt erstmal weg. Gibt auf jeden Fall die XC viel Zeit, um wieder zurückzukommen. Irelia Level 8, Jax jetzt gerade Level 6 geworden. Also vom Level sehr stark hinter Irelia im Moment. Corki jetzt auf der Botlane wieder erstaunlich low gegangen, aber Vayne ebenfalls sehr low. Ne? Hat auch ihr Cleans nutzen müssen. Wow. Und Orianna wieder ein Speer kassiert. Trotz Schildes 200 HP knapp verloren. Kriegt jetzt aber ihren Blue Buff.
Rela jetzt sehr in Bedrängnis hier gegen Shyvana, aber K6 ist ebenfalls hier auf der Top-Lane. Und Shyvana kriegt jetzt wieder sehr viel Damage ab und geht auch dann an Angush. Und im gleichen Moment gönnt sich hier Vayne den Taric auf der Botlane. Ja, also im Moment sieht's nicht gut aus für unsere Jungs von Gamed. Curse scheint da das Spiel wirklich arg zu dominieren im Moment. Gut, Orianna steht noch recht gut im Spiel mit ihren 2:1, auch vom Farm her 85 zu 83. Ja, aber auf der Toplane, Jax wird es da immer schwerer haben, da wirklich was machen zu können gegen Irelia. Und auf der Botlane steht Cocky ebenfalls 0:2 gegen Vayne, die 2:02 steht und bereits 30 mehr Farm hat als Cocky. Ja, Jax wird jetzt gleich wieder Probleme haben. Ja, K6 ist jetzt wieder auf dem Weg zur Toplane. Jax, sein Stun ist raus. Jetzt entscheiden sie sich auch zu dive. Das Exhaust geht raus auf K6. Jax springt nochmal drauf. Ja, schön gespielt. Geht jetzt aber auch sehr low. Wow. Und damit jetzt K6 und Killing Spree. Sehr schön getankt hier von Irelia, den Tower. In der Mitte Orianna sehr viel Damage und ein Double Kill quasi. Orianna stirbt und Nidalee sterben beide. Gamed entschließen sich jetzt den ersten Dragon zu machen und bekommen ihn auch. Damit der nächste Dragon 18:59, aber im gleichen Moment geht ihr Tower down auf der Toplane. Gut, Gamed haben jetzt den ersten Dragon bekommen, aber dafür natürlich auch den Top-Turret verloren. Dadurch natürlich ein Ausgleich vom Globigold für Curse. Und es steht 10:3 für Curse. Haben bereits einen Vorteil von über 4500 Gold. Jetzt auf der nächste Tower Down von Gamed auf der Botlane. Und Taric flasht hier über die Wall, wird aber von K6 entdeckt und K6 springt dran. Und ist damit jetzt on Rampage. 4:01. Corki werden sie nicht mehr bekommen. Der Speer trifft nicht. Na, der auch nicht. Ganz knapp daneben. Oh, und Irelia. Ach. Denkt hier 5 Tower Hits. Auf der Botlane pushen Curse jetzt auch weiter. Schöne Ulti von Zona und geht jetzt auch direkt down. Shyvana an Zona. Cocky musste hier rausflashen, ja. Ist safe dank seiner Valkyrie und dem Flash. Jetzt pushen sie aber den zweiten Bot-Turret dafür. In der Mitte jetzt auch der nächste Tower down gegangen für Game. Damit jetzt ein Vorteil von 7000 Gold für Curse EU. Also Curse EU machen das nicht schlecht im Moment. Üben hier Druck aus auf der Mitte und auf der Botlane. Jetzt geht das dann hier raus von Taric. Die Ulti ebenfalls auf Vayne. Ne? Aber da können sie nicht tiefer rein. Sehr schöne Speer hier von Nidalee. Exhaust geht raus auf Vayne. Jetzt geht das Cleans raus. Sehr schöne Ulti von Orianna. Ja, es reicht aber nicht ganz, um Nidalee zu killen. Knappes Ding hier. K6 kriegt jetzt den Stun ab von Taric. Ne? Wird er down gehen? Ja, jetzt geht er down an Orianna, damit ist Shutdown für Orianna. Das könnte Gamed auf jeden Fall weiterhelfen. Ja, ein bisschen unglücklich verlaufen. Nidalee ganz knapp hier rausgekommen. Das gleiche mit Vayne. Und Orianna schnappt sich hier einen Blue Buff. Der Speer ging diesmal aber daneben. Na, ja, mal gucken. Nidalee will jetzt hier aber Corki holen. Könnte aber gefährlich werden. Boah, das macht hier sehr viel Damage. Und das Ignite ist ebenfalls draußen auf Corki und geht da auch ganz sicher down an Nidalee.
Inzwischen auf der Top-Lane, Ankush hier weiterhin am Pushen. Und in der Mitte bekommt jetzt hier Orianna wieder mit Katzix zu schaffen. Und Katzix macht einfach so viel Damage, nimmt hier wirklich jede Lane auseinander. Ja, Taric jetzt auch wieder down gegangen auf der Botlane an. Vayne damit jetzt auch on Killing Spree und damit jetzt ein Vorteil von 6400 Gold für Curse EU. Kurz vor der 17. Minute. Ja, wird schwierig für unsere Jungs von Gamed hier wieder ins Spiel zu finden. 15 zu 4 bereits für Curse. Jax 2 Level hinter Irelia. Und der nächste Tower geht down von Gamed. Vayne Level 11. Corki gerade mal Level 9 und in der Mitte. Gut, Orianna Level 11 immerhin. Kurz vor Level 12 und Nidale kurz vor Level 13. Ne, der Speer geht daneben. Boah. Ja, jetzt. Ja. Shutdown. Für Shyvana an Irelia. Ja, aber ob das Game jetzt weiterhilft, sind immer noch 7000 Gold hinter Curse. Oh, und der nächste Speer trifft von Nidale. Wie ich bereits gesagt habe, wenn da ein Speer trifft, ja, jetzt müssen sie auch den nächsten Tower hier fallen lassen. Und so wirklich ins Spiel finden wollen, können Gamed jetzt auch nicht. Na, die Ulti von Sona ging, aber. Ne, ging nicht daneben. Hat Orianna getroffen, ne? Der Speer trifft nicht. Ja, Gamed haben hier nicht wirklich Chancen, irgendwie ins Spiel zu finden, ne? Wir haben noch keinen wirklichen Teamfight gesehen, aber wirklich dazu kommen tut's gerade im Moment nicht, weil Curse, ja, sie sind in der Position hier wirklich sich alles erlauben zu können im Moment. Über, ja, 8600 Gold Vorteil. Also ich kann mir doch vorstellen, dass wir da demnächst auch einen Early Baron sehen werden. Hallo, mein Name ist Nidale und ich werfe meine Speere rein, wie ich Lust und Laune habe. Na, hat nicht ganz gereicht von der Range her. Der aber. Und Jax kriegt jetzt das Schild ab von Orianna. Jax springt hier rein, gegen zwei sehr schöne Ulti hier von Orianna und Vayne kriegt hier sehr viel Damage, aber cleanst sich jetzt aber raus und Jax geht weiter drauf, wird aber zurückgeschleudert von Vayne. Und jetzt Corki holt sich den Kill an Vayne, bekommt damit das Shutdown. Shyvana hat sich hier K6 gegönnt und jetzt sieht es auch relativ gut aus für Gamed. Gamed hat hier nur einen verloren. Curse dagegen 3. Ein 1 zu 3 Tausch ist nicht schlecht, wenn man bedenkt, in welcher Lage sich Gamed im Moment befindet. Also da erlauben sich Curse eventuell vielleicht zu viel im Moment. Sollten sie vielleicht doch eine Nummer zurückschrauben und die ganze Sache doch etwas sicher runterspielen zu können. Damit geht jetzt auch der zweite Dragon an Gamed. Immerhin. Zweite Dragon an Gamed. An dieser Stelle eben möchte ich mich nochmal entschuldigen für das erste Spiel, das ich dann leider nicht kommentieren konnte. Und so wie es aussieht, müssen wir vielleicht das Spiel hier sogar abbrechen, ne? Von meiner Stelle, denn
Ich muss jetzt demnächst ins Krankenhaus fahren. Wie gesagt, Notfall hier. Aber ja, 10 Minuten werden wir jetzt das Ganze hier noch casten. Rilla kriegt hier Stun nicht raus. Ah, schöne Ulti von Zona. Gesse kriegt hier sehr viel Damage ab, schafft's aber gerade noch so raus. Und Jax springt jetzt hier rein. Gegen 3 Exhaust geht raus auf Irelia. Und die Kugel von Orena ebenfalls drauf. Ja, und dann geht jetzt hier auch Irelia down. Und jetzt müssen hier Curse weiterhin aufpassen. Ah, Orianna macht schon sehr viel Damage. Ja, Nidalee schon jetzt im ganzen Rain ebenfalls hier im Gebüsch. Sehr schöner Speer hier. Jax kriegt hier viel. Na, ah, der Speer geht daneben. Und Vayne geht jetzt hier rein und trifft der Speer ja. Jax geht down an Vayne und jetzt wird hier weiter gechased. Wow, ein schöner Speer hier auf Orianna und Kha'Zix holt sich hier ebenfalls den Kill an Orianna. Taric jetzt auch sehr im Bedrängnis, stirbt an Nidalee und Kha'Zix holt sich Corki damit jetzt das Ace für Curse EU. Sah doch relativ gut aus für Game, der letzte Teamfight. Ja. Jetzt aber doch nicht ganz so gut. Und Curse machen jetzt auch hier direkt den Baron. Und Nidalee bleibt einfach hier oben stehen und wirft ihre Speere rein. Um hier ihren maximalen Damage Output nutzen zu können. Ja, und damit der erste Baron an Curse EU. Shyvana Level 11 gegen Level 14 Kha'Zix. Level 14 Vayne gegen Level 11 Corki, also vom Level her. Sieht schwer aus für Gamed im Moment. Curse jetzt auch geschlossen am Pushen. Nidalee derweil am Split pushen. Pusht hier weiter die Botlane. Ja, jetzt müssen aber Curse aufpassen, nicht, dass sie wieder den gleichen Fehler machen und hier zu tief hineingehen und zu lange die Tower tanken. Ja, Speer geht daneben. Ulti von Irelia geht raus, der Stunt von Taric ebenfalls. Ja, Angusch jetzt hier in der gegnerischen Base. Schöner Speer von Nidalee auf Shyvana.
Ja, Kirsch scheint das Spiel jetzt hier für sich zu gewinnen. Tut mir leid, dass ich die letzten Minuten so ruhig war, aber wie gesagt, akuter Notfall. Ich muss jetzt dann auch ins Krankenhaus. Ja, und kann den Stream dann doch jetzt auch beenden. Schade, dass Game.de nicht gewinnt. Gratulation an Curse. Und damit würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns das nächste Mal dann hoffentlich auch ohne Notfall hier. Ich bedanke mich fürs Zuschauen.